Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal werde ich euch zeigen, wie man aus Hasendraht ein Pflanzgefäß zum Hinstellen oder zum Aufhängen basteln kann. Ihr könnt aber auch genauso gut dafür den Maschendraht verwenden. Mein Stück Hasendraht habe ich mir jetzt bereits schon zurechtgeschnitten und in meinem Fall hat das jetzt eine Länge von in etwa 50 cm. Die Breite beträgt in etwa 32 cm. Dann habe ich hier noch zwei etwas kleinere Stückchen Hasendraht mir zurechtgeschnitten. Die sind jetzt in meinem Fall, ja, sagen wir mal so in etwa 13 cm mal 15 cm. Ich habe mir die aber jetzt bewusst auf einen Tacken zu groß geschnitten. Ja, und jetzt werde ich mal als erstes damit beginnen und forme mir mal diesen Hasendraht hier aus. Das soll jetzt so eine, ich sag mal, eine halbmondförmige Form ergeben, so in etwa. Man kann da jetzt auch eine andere Form sich zurechtbiegen, ne, so wie man es halt gerne leiden mag. Versuche das jetzt auch einigermaßen gleichmäßig hinzubekommen. Ja, so ist das doch eigentlich schon mal ganz gut. Vielleicht da noch ein bisschen runder. Müsst ihr halt nur ein bisschen vorsichtig arbeiten, weil hier an den Kanten, wo ich den zurechtgeschnitten hatte, da ist er jetzt auch immer noch ein bisschen scharfkantig, sonst im Zweifel einfach mal Handschuhe tragen. Okay, die Form passt jetzt schon mal soweit. Jetzt nehme ich mir hier diese etwas kleineren Stückchen, die hier, halte die hier mal so dran. Weil ansonsten, wenn ich jetzt hier an die Ränder nichts machen würde, dann würde ja das ganze Substrat da ja wieder hinauskullern. Und ich nehme mir jetzt mal Bindedraht hinzu. Das ist jetzt ein verzinkter Bindedraht. Ihr könnt genauso gut auch wiederum den dunklen Bindedraht nehmen. Hat aber letzten Endes den Nachteil, dieser dunkle Bindedraht, der würde dann im Laufe der Zeit anfangen zu rosten. Dieses kleinere Stück Hasendraht wird jetzt zunächst an dem Rand mal so grob platziert werden. Und letzten Endes wird das aber noch mit diesem verzinkten Draht gleich befestigt werden. Jetzt justiere ich mir das Ganze mal so ein bisschen und schau mal, dass ich das hier schon mal irgendwie ein bisschen dran kriege. Knick mir den auch schon mal so ein bisschen zurecht. Mach das aber hier nach innen, ne, diese spitzen Teile da. Oder Pöndöppels, wie auch immer. Ich passe jetzt auch auf meine Finger auf, dass ich mich da jetzt nicht irgendwie dran aufpiekse. Und ich glaube, ich habe schon erwähnt, ich habe das jetzt auch bewusst ein bisschen größer gelassen. Das kann man nämlich nachher alles einfach noch zurechtschneiden. Jetzt kommt dieser verzinkte Bindedraht hinzu. Und dann mache ich das jetzt hier einfach mal so peu à peu richtig stramm dran. Oder auch nicht. Jetzt habe ich mich hier gerade selber einmal verwurstelt. Ja, da braucht man einen Moment. Da braucht man einen Moment für, bis man damit auch mal fertig ist. Ich verzwirbel das Ganze miteinander. So, ich habe hier irgendwo noch so eine kleine Zange. Ich kann das hier nochmal so besser dran machen. Und dann halt peu à peu einfach mal daran befestigen. Und wenn ihr das dann fest habt, dann könnt ihr den überschüssigen Draht abschneiden. Das ist jetzt hier in meinem Fall einfach eine alte Rosenschere, aber ich habe hier irgendwann auch eine Drahtschere oder eine Zange für den Draht gefunden. Dann können wir die besser nachher verwenden. Ja, und dann gehe ich jetzt auch mal ein bisschen für euch auf Zeitraffer. Diese scharfen Kanten hier oben, die schneide ich jetzt noch weg. Nicht, dass ich mich da nachher aus Versehen noch dran verletze. Habe auch alles so nach innen hin weggebogen. Und dann mache ich jetzt hier mal die nächste Seite fertig. Hasendraht ist bereits am Start und justiere mir das Ganze jetzt mal hier so grob. Ich stecke das hier so ein bisschen schon mal da hinein. Müssen wir mal eben schauen. Ist auch manchmal so ein bisschen Puzzeln. Jetzt gucke ich mal. Ach, hier unten gucken schon so längere Pönöppel raus. Und biege mir die mal vorsichtig da drum. Wie gesagt, müsst ihr halt auf eure Finger aufpassen, sonst dann halt dementsprechend mal Handschuhe anziehen. Aber toi, 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 bisher ist bei mir noch alles ja, so, wie es sein sollte. Einfach mal so ein bisschen umknicken. Hier habe ich jetzt überschüssiges Material, schneide ich mir mal ab. Lass aber auch noch ein bisschen was dran, damit ich das da gleich auch schon mal direkt drumherum biegen kann. So. Und dann stellenweise nehme ich dann halt den Bindedraht mit hinzu.
Im nächsten Schritt wird mein Pflanzgefäß von innen mit Plattenmoos ausgekleidet werden. Ja, und somit kann dann nachher das Substrat auch nicht irgendwie hinauskullern. Ich hatte erst überlegt, das Ganze von außen mit Moos zu bedecken, aber ich glaube, so ist das Ganze dann auch ein bisschen einfacher. Ich zupfe mir das hier auch mal so ein bisschen hinaus, damit das nachher so richtig schön plüschig auch aussieht. Nun befülle ich mein Gefäß schon mal mit etwas Blumenerde. Ich lasse jetzt natürlich noch Platz für die Pflanzen, die jetzt gleich hineinkommen. Bepflanzt werden wird mein Gefäß mit zweimal Sandglöckchen und mit zweimal Grasnelken. Gerade die Grasnelken sind auch sehr beliebt bei den Bienen. Und das sind jetzt aber Pflanzen, die auf Dauer gesehen hier nicht drin bleiben können. Oder um es mal anders zu sagen, ich lasse die eine Gartensaison hier in diesem Gefäß. Und dann nächstes Frühjahr werden die alle in meinen Garten ausgepflanzt werden. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie die hier gleich so aussehen in ihrem Töpfchen. Oh, schon gut am Durchwurzeln. Die Sandglöckchen, die wollte ich jetzt hier in der Mitte platzieren, weil die höher werden wie die Grasnelken. Machen wir hier mal eine kleine Kuhle hinein und justiere mir das Ganze mal so ein bisschen. So, und dann wird das halt ganz geschmeidig mit dem Substrat aufgefüllt werden. Diese Pflanzen bevorzugen auch einen sonnigen Standort. Ihr könntet jetzt das Ganze auch genauso gut mit Sommerbepflanzung dann erstellen, also mit Petunien zum Beispiel. Ne? Das würde dann im Laufe der Zeit so ein bisschen hängend, jetzt habe ich es. Aber ich habe jetzt gedacht, nö, ich nehme jetzt lieber Stauden, die ich dann nächstes Jahr auch noch verwenden kann. Oder vielmehr dann halt ins Gartenbeet kommen. Ja, oder man topft die dann um. Man kann die ja auch auf Dauer in einem Topf dann lassen. Aber wie gesagt, das würde jetzt für viele Jahre jetzt nicht ausreichen, dann wäre das Gefäß im Laufe der Zeit auch einfach zu klein. Meine Bepflanzung habe ich jetzt soweit fertig und stellenweise hatte ich hier noch am oberen Rand noch nachträglich ein bisschen Plattenmoos eingearbeitet. Aber ihr könnt den Hasendraht jetzt immer noch so auseinandernehmen, wenn ihr jetzt auch Stellen haben solltet, wo noch ein bisschen Plattenmoos eurer Meinung nach hin kann. Ja, und dann könnt ihr das einfach auch wieder so zusammendrücken. Ja, und dann hatte ich mir jetzt auch noch mal Gedanken gemacht, ob ich das Ganze lieber nachher hinstellen möchte, also so wie es jetzt ist, oder lieber aufhängen möchte. Ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, das Ganze nachher aufzuhängen. So, dann habe ich jetzt hier ein paar Äste, die wollte ich da jetzt noch mit der Heißklebepistole stellenweise dran befestigen. Ich würde jetzt zum Beispiel den Anfang von dem Ast hier einfach mal in den Hasendraht hineinstecken. Ne, einfach mal so gucken, wie kriegt das dran. Und wenn es jetzt gar nicht halten sollte, dann einfach mit der Heißklebepistole befestigen. Ne, auch den Ast hier. Der soll hier auch nachher dann irgendwie, ja, ich sag mal, so dran befestigt werden. Dann werde ich mir den aber auch noch ein bisschen zurechtstutzen oder abbrechen vielmehr. Könnte ich auch jetzt schon mal machen. So, zack. Ich kann euch jetzt auch nicht sagen, was das für Äste sind. Die habe ich irgendwann mal gesammelt im Garten. Dann habe ich hier noch ein paar Schneckenhäuser. Die hatte ich schon für andere Projekte verwendet. Ich hatte auch darüber nachgedacht, was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich hatte darüber nachgedacht, ob ich die auch hier mit der Heißklebepistole befestigen werde. Aber ich habe mir jetzt überlegt, man könnte ja so Zahnstocher hier an dem Schneckenhaus befestigen und dann zack, einfach nur so hineinstecken. Ich mache das jetzt auch mal eben. Na, Heißklebepistole, geht's wohl ab? Danke. Einfach hier ordentlich Heißkleber an diesem Zahnstocher. Jetzt geht er schon runter. Und dann an diesem Schneckenhaus mal gut befestigen. Kann man ja dann im Laufe der Zeit einfach wieder hinausnehmen, die Schneckenhäuser, und dann für was anderes wieder verwenden oder den Zahnstocher vorsichtig abfriermeln. Müssen wir auch gleich noch ein paar Zahnstocher hinzuholen, glaube ich. Mein Pflanzgefäß erhält draußen einen sonnigen Standort und ich achte auch immer darauf, dass das Substrat hier jetzt nicht irgendwie komplett austrocknet. Ja, und die Stauden, die bleiben dann bis zum nächsten Frühjahr halt hier drinnen und werden dann wiederum in meinen Garten ausgepflanzt werden. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!